Yo, jetzt der ziemlich einfache Refrain. Für den Refrain brauchen wir zwei Akkorde, einen A-Power-Chord und einen C-Power-Chord. Die Rhythmik ist total einfach, es sind eigentlich nur Achtel. Wie gesagt, den Refrain erkennt ihr immer daran, dass der Schlagzeuger im Takt davor unheimliches Gewusel spielt. Und dann kommt auch immer der Refrain nach dem ersten Anfangsriff. So, ein A-Power-Chord greift ihr auf der tiefen E-Seite. Ich würde ihn jetzt hier auf der tiefen E-Seite greifen. Im fünften Bund ist immer noch ein Power-Chord, ne? Nach wie vor Zeigefinger, fünfter Bund auf der E-Seite. Ring und kleiner Finger jeweils im siebten Bund auf der A- und auf der D-Seite. Diesen Akkord spielen wir einen Takt in Achteln komplett durch. Offen, nicht abgedämpft, einfach nur 1 und 2 und 3 und 4 und. Dann wechseln wir in den dritten Bund zur A-Seite und spielen das C wieder, den hatten wir in der Strophe ja auch schon, das war immer der letzte Akkord in der Strophe. Und den spielen wir auch einen ganzen Takt lang komplett in Achteln durch. Ich mache das mal zusammen mit den ersten beiden Akkorden. 1, 2, 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Das Schwierigste dabei ist noch, den Wechsel so zu gestalten, dass keine Pause entsteht, dass wirklich das A 8 Achtel sind und das C auch 8 Achtel quasi, ne? Dass man eben halt den Übergang nicht so hört. So, dann gehe ich zurück, der Refrain ist 4 Takte lang, dann gehe ich zurück zu dem A, spiele das A wieder einen ganzen Takt lang in Achteln durch, dann komme ich auf 1, 2, 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. So, und im vierten letzten Takt gehe ich wieder zu dem C zurück. Und dann spiele ich die Achtel nur bis zur Zählzeit 3 durch. 1 und 2 und 3. Der Rest des Taktes ist Pause. Das heißt, da dämpfe ich dann alles ab. Da kann ich natürlich auch die linke Hand entspannen zum Abdämpfen. 1 und 2 und 3. Ne, dann ist die 4 noch Pause und auf der 1 geht es wieder mit dem anderen Riff los. Ich spiele den Refrain mal komplett durch. Und der wird auch nicht wiederholt, der wird so immer einmal durchgespielt. 1, 2, 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3. Ne? Alles klar. Noch einmal. 1, 2, 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. So würde es danach dann weitergehen. Supi, der Refrain ist ja eigentlich dann relativ einfach, möchte ich mal behaupten. Ne? Da muss man nur straight der Achtel durchspielen. Ich habe es jetzt nur mit Abschlägen gespielt. Sicherlich könnte man da auch Wechselschlag spielen. Aber das Grundtempo des Songs ist mit 100 so langsam, dass man das eigentlich doch adäquat in Abschlägen hinbekommt. Und ich finde, wenn man Abschläge noch einigermaßen adäquat entspannt spielen kann, dann klingen Riffs einfach besser, wenn man sie mit Abschlägen spielt. Also wenn es nicht so gehetzt wirkt. Ne? Also viel Spaß dabei. Der Refrain ist ja relativ easy.